The Porsche Heritage and Museum team has already been putting forth a great deal of effort, along with their colleagues from Porsche Classic, over the past few months to restore a second-place 1986 car. The 959 Paris-Dakar was in outstanding shape despite having 11,185 miles on the clock, allowing the team to keep as many original parts as possible. The car had a flat-six engine with air and water cooling, just like the production model, but the engine could only produce 395 horsepower due to the low fuel quality. So, wir sind wieder im Museum angekommen. Hier steht unsere Karosse. Wir haben hier schon einige Arbeiten gemacht und die möchte ich euch jetzt zeigen. Motor, Antriebsstang wurden ausgebaut. Es bleibt noch übrig das Fahrwerk, die Stoßdämpfer, die Verkabelung, die ganzen Ölanlagen, die ganzen Schläuche. Ist alles noch verblieben im Auto. Die Karosse mussten wir reinigen. Logisch, das Fahrzeug hat natürlich durch die Paris-Dakar einige Flüsse durchfahren. Es sind schlammähnliche Verschmutzungen da gewesen. Die haben wir jetzt alle händisch sauber gemacht. Großes Glück, wir haben hier keine Durchrostung. Wie man sieht, wir haben hier so Anrostungen. Und da gehen wir auch speziell damit um, wie wir die nachher konservieren werden. Da zeige ich euch noch was. Die ganze Kabelstränge wurden schon mal freigelegt, sie wurden getestet. Wir haben hier vorne noch Wasserkühler drin stehen, der hier hier in dem Frontblech eingehaust ist. Hier laufen die Wasserschläuche nach hinten und diese zwei Schläuche, die links und rechts ins Fahrzeug reingehen, die müssen wir erneuern. Die Schläuche sind einfach alt und können Undichtigkeiten hervorrufen. Das wird eine Herausforderung werden, weil diese Schläuche durch den Rahmen ins Auto nach hinten bis zum Motor laufen. Es gibt ja ganz arg viele Details, wie wir schon gelernt haben mit dem Auto. Unter anderem, das ist das PD4-Fahrzeug, Paris-Dakar Fahrzeug 4. Alle Bauteile werden an so einem Auto vor dem Rennen angepasst. Es sind mehrere Kotflügel sind dabei vor Ort und dementsprechend werden die dem Auto zugeordnet, dass die einmal gepasst haben. Das wurde hier gemacht und deswegen können wir heute im Nachgang an Karosseriebauteilen, an Türen, an Sitzen, überall da werden wir das immer wieder finden. Also der Vorderwagen ist in einem intakten Zustand. Wir haben keine großen Beschädigungen von Unfall oder dergleichen. Der Innenraum, ich habe gerade erzählt, es gab eine starke Verunreinigung. Das sieht man hier immer noch im Bereich von den Schwellern. Hier sieht man noch, wie dieses Wasser hier drin gestanden ist. Auch hier werden wir wirklich nur ganz sanft die Verunreinigungen sauber machen. Wir werden es nicht neu lackieren. Wenn wir das alles erneuern, sind einfach diese ganzen urtypischen Ursprünge verschwunden und das wollen wir beibelassen. Ich würde einen Schritt weiter noch gehen. Super interessant auf der Seite. Man hat hier oben die Motorsteuergeräte platziert. Hier ist unser Motor eingehaust, Getriebe, Antriebsstrang. Wie wir hier sehen, ist das auch in einem sehr, sehr guten Zustand. An so einer Karosserie haben wir überall so kleine Korrosionsstellen. Solche Korrosionsstellen kommen zustande durch das, dass Karosserieteile aufeinander sich bewegen bei der Fahrt. Es sind überall auch solche Schnellverschlüsse, wo der Kotflügel mit wenigen Handgriffen ab und an montiert werden kann. Die haben wir immer, sind auch Zeichen dafür, dass das Auto bewegt wurde. Diese Korrosionsstellen kann man jetzt mit unterschiedlichen Möglichkeiten behandeln. Wir haben uns überlegt, es nicht komplett blank zu machen und neu zu lackieren, sondern wir gehen einen ganz anderen Weg. Wir wollen es konservieren. So, wie die Karosserie haben wir auch unsere Achsteile ausgebaut. Wir sehen hier die Hinterachse, die Vorderachse. Das ist zum Beispiel so ein Achsträger. Wir sehen hier eine Korrosion. Das wird auf Röntgen geprüft, kriegt ein Zertifikat am Ende und wird dann erst wieder ins Fahrzeug eingebaut. So ein Achsteil oder eine Schraube ist manchmal gar nicht so einfach, es auszumontieren. Wir haben hier als Beispiel eine Schraube, die auch mal abreißt. Das Material ist sehr spröde und sehr hart und das wird eine Herausforderung, die aus der Karosserie zu bekommen. Also hier ist der Vorderachslenker angebracht durch dieses Lager und die obere Schraube ging gut raus. Das ist eine Titanschraube, die untere ist direkt hier oben am Kopf abgebrochen. Und wie gesagt, das wird noch eine Herausforderung werden, die aus der Karosserie zu bekommen. Die Kraftstoffanlage war damals auch eine echte Herausforderung bei dem Fahrzeug. Wir haben hier mehrere Pumpen und Filtersysteme auf einem Blech montiert. Wir nennen das eine Kraftstoffgalerie. Hier sind drei Pumpen
und 4 Filter. Und das Fahrzeug hat nochmal einen Filter im Motorraum, bevor es zum Motor kommt, der Kraftstoff. Der Grund war klar, in der Wüste, im Sand, können sich Verunreinigungen im Tank bilden und diese würden dann bis zur Einspritzdüse vordringen. Da hat man vorgebeugt und hat extrem viele Filtermaßnahmen durchgeführt. Wir werden auch hier die Überarbeitung durchführen. Das Blech, die Halter etc. werden alle original bleiben. Hier haben wir schon einen neuen Filter und die passenden Pumpen dazu. Wir haben uns angeschaut an der Karosserie, was alles verbaut ist, was repariert wird, was überholt wird. Und jetzt schauen wir uns die Außenhaut an. Die Karosserie besteht hier aus einem Kunststoff-Glasfaserverbund. Und da schauen wir uns an, wie wir mit den Beschädigungen umgehen. So, der Markus ist unser Fachmann, was das Thema Kunststoff und Plastik angeht. Gerade speziell bei der ganzen Karosserie gab es doch einige Reparaturen, die gemacht werden mussten. Wir haben hier den vorderen Kotflügel mal als Demonstration, dass man mal sieht, was ist denn, was kann denn da kaputt gehen. Markus, erzähl mal, ist doch, glauben, ziemliches fisseles Arbeit, diese einzelnen Dinge auch wieder zusammenzufügen. Ja, die Aufgabe war ja diese, die Außenhaut zu belassen, um das Fahrzeug und die Ursprünglichkeit von dem Fahrzeug nicht zu verändern und die defekten Stellen auf der Innenseite dann zu verstärken, um bei den Teilen eine gewisse Stabilität wiederherzustellen. An dem Teil kann man gut sehen, damals wurde ein Blech unten vernietet, bei der Rallye Innenseite dementsprechend kaputt, welche von uns dann in verschiedenen Arbeitsgängen erst wieder die Risse zusammengefügt, dann die Oberfläche angeschliffen mit dem Kevlargewebe, was man hier sieht, und Epoxidharz dann in mehreren Lagen wieder verstärkt. Aber wie gesagt, Voraussetzung war natürlich, die Außenseite sollte weiter so belassen bleiben, wie es damals von der Rallye alles zurückkam. Am Kotflügel können wir noch sehen, wir haben hier auf der Innenseite den vernieteten Blechstreifen wieder eingebracht, um die Originalität beizubehalten. Da haben wir drüber gesprochen gehabt. Das war ein kompletter Durchriss durch den Kotflügel. Es war sehr instabil, der ganze Karosserieteil hier. Man hat damals bei der Rallye wirklich nur so einen Blechstreifen eingenietet. Der Markus hat jetzt hier das wieder verstärkt durch dieses passende Material. Und auch solche Teile wie hier, die eigentlich hier komplettiert gehören, haben wir befunden, dass wir das auch so belassen, dass diese Ecke auch komplett fehlt. Lediglich solche Beschädigungen wie Risse haben wir verstärkt. Markus, wir haben auch überall die Befestigungspunkte. Diese Chemlock-Verschlüsse, so heißt dieser Schnellverschluss, war Voraussetzung, um das Fahrzeug in schnellen Schritten wieder im Zustand, wie er hier steht, also nur die Rohkarosse zu versetzen, die Teile abzubauen und die verschiedenen Verschlüsse gangbar zu machen. Aus dem technischen Aspekt heraus sehen wir natürlich klar, wir wollen das Auto nachher auch fahren und es soll stabil sein. Für die Rallye damals war es nur wichtig, dass es komplett ist, auch stabil ist, aber auch, dass sie schnell einen Kotflügel abmontieren könnten. Wir haben jetzt diese Verschlüsse alle erneuert und damit haben wir jetzt eigentlich den idealen Zusammenfügung wieder von der Karosserie, dass es steif und fest verbunden ist. Bereits zu der Zeit, als diese Fahrzeuge in der Rallye eingesetzt wurden, wurde das Kevlargewebe als Material zur Herstellung der Karosserieteile benutzt. Kevlar hat im Vergleich zum Carbongewebe den Unterschied, dass ich das Kevlargewebe, welches ich hier jetzt aufspreize, in einzelne Filamente nicht durch und durch mit der Matrix, mit dem Epoxidharz tränken lässt. Was bedeutet, dass im Kern dieser Faden trocken bleibt. Hat den großen Vorteil, dass bei der Beschädigung das Material nicht reißt, sondern maximal abknickt und in der Mitte aber dass beide Teile zusammenhält. Die Flexibilität ist enorm. Wäre ein Kohlefaserfaden mit dabei, wäre die Flexibilität nicht so groß. Und bei einem gewissen Punkt bricht das Ganze auseinander und es entstehen scharfe Kanten, was dieses Gewebe einfach nicht macht.
Es gibt einen gewissen Alterungsprozess, was man hier auch erkennt an der Farbe. Es bekommt so einen von der Sonne diesen dunklen, orangefarbenen Touch. Hier die reparierte Stelle hat eher diesen Gelbton, was aber im Laufe der Zeit nachaltert. So, wir haben heute viel erfahren von der Technik und unser nächster Schritt wäre jetzt die Montage. Wir haben da recht viel Arbeit vor uns. Es müssen die ganzen Bauteile überarbeitet werden, von der Karosserie über die Achsen. Also da wird noch recht viel Arbeit reinfließen. Aber wenn der Schritt absolviert ist und wir die ganzen Bauteile wieder ins Fahrzeug bringen können, dann würden wir euch nochmal abholen. Einige arbeitsreiche Wochen sind zu Ende. Das Team hatte viel zu tun. Unter anderem sind natürlich Ölleitungen und viele, viele Bauteile instand gesetzt worden. Hier sehen wir vorne den Ölkühler, den Wasserkühler. Die müssen mit zwei Leitungen befüllt werden und die gehen bis durchs ganze Auto, bis nach hinten durch. Dazu mussten wir unseren Schweller öffnen. Da konnten wir nicht drum rumkommen, aber da sind jetzt neue Leitungen drin. Des Weiteren sehen wir hier die Achsen. Die Vorderachse und die Hinterachse wurde komplett revidiert. Das heißt aber, alle alten Bauteile wurden geröntgt, geprüft, gegebenenfalls instand gesetzt und dann wieder eingebaut. Das sind alles neu geprüfte Teile, die schon mal hier verbaut waren an dem Auto. Auch die Bremsen, man sieht es ganz schön, sie haben tolle Patina. Immer die Prämisse, maximal Originalteile wieder ins Fahrzeug zu verbauen. Die komplette Elektrik, den Kabelbaum, würde man normalerweise bei so einem Projekt komplett ausbauen, prüfen, instand setzen und wieder einbauen. In dem Fall haben wir es original belassen. Alle Kabelbinder, alle Positionen, wie es früher mal war, sind somit auch hier belassen worden an dem Fahrzeug und wir können die originale Substanz erhalten. Dennoch sind sämtliche Bauteile überprüft und instand gesetzt worden. Die Motorsteuergeräte, die hier hinten sitzen, wurden überprüft und sind für gut befunden worden. Die Hinterachse ist ein sehr komplexes Bauteil. Wir haben sehr viele Originalteile noch. Allerdings, in dem Fall haben wir ein Bauteil gefunden, das einen Haarriss hatte und das konnte nicht mehr instand gesetzt werden. Es ist dieser Lenker hier unten und der wurde neu gefräst. Ein tolles Projekt der 959 Paris-Dakar. Und jetzt kommt der nächste Bauschritt. Wir werden Motor und Getriebe einbauen, die Hochzeit. Und das machen wir bei Porsche Classic. We'll be right back.